Was doch über die Route vom Bohn über Milo bis Barcarret zu sagen ist, die Route ist sehr touristisch. Es geht bergauf, bergunter, man fährt über verschiedene Pässe. Landschaftlich ist das Ganze sehr agréable zu fahren und sehr schön. Und es sind auch nicht allzu viele LKWs auf dieser Strecke unterwegs. Wir hatten natürlich das Glück, für das Ganze an einem Wochenende zu fahren. Von Milo aus ging die Fahrt weiter Richtung Barcarret. Das liegt am Mittelmeer und da sind ungefähr so 200 Kilometer zu fahren. Also gut 3 Stunden ist man da, ohne jetzt mit der Geschwindigkeit zu übertreiben. Der Stellplatz liegt 200 Meter vom Meer entfernt, fast ungefähr so 250 Plätze, also Platz für jedermann. Und wie man sehen kann, der Platz ist fest in französischer Hand. Im Preis von 8 Euro ist die Fähr- und Entsorgung enthalten. Duschen und WCs sind ebenfalls dort. Ich habe mir das Ganze angeschaut, sie sind sauber. Seien wir einfach mal so, sie sind brauchbar. Wir hatten Glück, einige Plätze vorne am Gitter haben dann den Blick auf einen Sporthafen. Wenn man den Platz anfährt, muss man an diesem Automaten den grünen Knopf drücken, eine Karte kommt heraus und dann öffnet sich die Schranke. Mit der Karte, wo man am Eingang erhalten hat, kann man an diesem Automaten hinter mir bezahlen. Da kann man auch sagen, ob man jetzt Strom oder keinen Strom braucht, Wasser braucht und so weiter und so fort. Das wird alles extra berechnet und dann mit der Kreditkarte bezahlt und gut ist. Der Apparat ist auch in mehreren Sprachen eingerichtet, auch wenn man der französischen Sprache nicht mächtig ist, kommt man sehr gut klar damit. Schauen wir uns jetzt die Gegend um Barcarret an. Das Meer und der Strand ist ungefähr so 300 Meter vom Stellplatz entfernt, also zu Fuß sehr gut zu erreichen. Heute ist es etwas windiger. Das sieht man auch am Meer. Vorne ist ein kleiner Wellengang. Aber sonst haben wir Temperaturen von ungefähr so 18, 19 Grad, also relativ sehr gut auszuhalten. Barcarret lebt nur vom Tourismus und das merkt man auch. In diesem Moment ist noch nicht allzu viel los, aber in der Hochsaison, also Juni, Juli, August, möchte ich hier nicht abgemeldet sein. Ich kann mir vorstellen, dass dann der Bär hier lebt. Wer frischen Fisch mag, ist natürlich hier in der Gegend vom Hafen goldrichtig. Ich war schon hier heute Morgen um 9 Uhr. Da habe ich meinen Fisch gekauft für heute Abend. Der wird auch hier geputzt. Und dann kann man den am Abend schön braten auf dem Grill oder in der Pfanne. Je nachdem, wie man einfach eingerichtet ist. Die Preise sind relativ moderat und man unterstützt auch dann die Fischer der Umgegend.
Die einheimische Wirtschaft wird sehr gerne unterstützt auf unseren Reisen. Hier zum Beispiel die Fischerei von Barcaré. Ich finde das immer wieder eine sehr tolle Sache. Der Sporthafen dieser Ortschaft ist natürlich sehenswert. Und hier gibt es alles, was das Touristenherz begehrt, besonders viele Restaurants. Was man noch nicht in Barcaré verpassen sollte, das ist der Markt. Der findet statt sonntags, mittwochs und freitags. In Barcaré selber, das ist ungefähr so 2 Kilometer vom Stellplatz. Und da gibt es auch sehr viele Produkte der Region. Also wie gesagt, nicht verpassen. Ich würde mal sagen, das ist ein absolutes Muss. Das wäre es hier mal aus Barcaré gewesen. Morgen geht es weiter, 330 Kilometer nach Sidamon. Das benutzen wir aber nur als Nachtquartier. Und am anderen Tag geht es dann nochmal 180 Kilometer weiter nach Huesca. Das ist dann das erste Highlight, das wir auf der Spanienreise besuchen werden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wärt. Tschüss, bye bye, bleibt dran. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, und dann sage ich mal wieder bye bye, bis zum nächsten Mal.